Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Seasons After Fall wird gespielt, ein Rätsel-Adventure-Game, wo wir einen Fuchs spielen, der mithilfe seiner übernatürlichen Zauberkräfte die Jahreszeit verändern kann. Und ja, ihr seid eingeladen, mich bei diesem Abenteuer zu begleiten. Und es beginnt sogleich. Offenbar sind wir hier dieser Energieklumpen, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Okay. Und wir müssen aufsteigen. Oh, was bist du denn? Aha. Interessant. Ah, wir können kläffen. Hey, mach mir den Weg frei! Und so können wir etwas schnellere Bewegungen machen. Hui. Ah, da unten war noch einer. Alles begleitet von einem wunderschönen Streicherquartett. Folgen wir mal dem Strom. Und ich kann überhaupt nicht einordnen im Moment, wo wir uns befinden, ob das hier jetzt irgendwie... Also ich kann es gar nicht sagen, ich kann das nicht einschätzen. Also wir scheinen uns auf jeden Fall im Wasser zu befinden. Aha, und diese ganzen anderen Lichter... sind wie wir auf dem Weg irgendwo hin und es sind sehr viele. Ah, und wir müssen aber gegen den Strom schwimmen. Ah. Wir sind jenes Teilchen, was seinen eigenen Weg vielleicht finden muss. Oh, Feind oder Freund ist jetzt die Frage. Hallo? Ich glaube, es wird uns fressen. Und ich kann da jetzt auch gar nicht... Hui! Nein! Okay, ich probiere es mal. Das Erwachen. Vielleicht haben wir nur geträumt. Ah,
da sind wir also. Ah, da bist du ja endlich. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen mit dem Aufwachen, kleine Knospe. Wenn die Hüter jetzt hier wären, würden sie dich sicher ermahnen. Wenn du weiterhin so viel schläfst, wirst du dich eines Tages in deinen Träumen verlieren und niemals wieder erwachen. Ja, genau das hätten die Hüter dazu gesagt. Aber du hast Glück, denn heute bin ich es, die dich empfängt. Und ich bin sehr viel jünger als sie. Daher werde ich dir keine Strafpredigt halten. Ja, wer bist du denn? Ah, unser zweiter Gast ist früher angekommen als erwartet. Sehen wir nach, wer es ist. Kleine Knospe, zur Feier dieses besonderen Tages präsentiere ich dir dein Geschenk. Hey! Oh, ein wilder Fuchs. Oh, das ist wohl besser als nichts. Mir wäre ein Tier lieber gewesen, das etwas schlauer ist. Etwas hübscher. Ein Wolf zum Beispiel. Aber gut, weißt du was? Ist nicht so schlimm. Wir machen das Beste daraus. Okay, und wir steuern jetzt erstmal weiter in die kleine Knospe. Nähere dich ihm. Na los, hab keine Angst. Ah ja, nicht doch. Vorsichtig. Hey, nicht zu nah. Du erschreckst ihn noch. Er ist es, der auf dich zukommen muss. Okay. Hey, komm mal her. Kleiner Fuchs. Ah. Genau so. Und jetzt locke ihn ins Zentrum des Heiligtums. Ach was. So ist's gut. Bis in die Mitte. Noch ein kleines Stück. Wie schwächlich dieser Fuchs doch ist. Komm schon, wir werden dich nicht fressen. Ja, uns, perfekt. Oder nicht? Rühre dich nicht, kleine Knospe. Ich kümmere mich um den Rest. Na also. Jetzt hast du einen Körper und kannst den Hütern der Jahreszeiten einen Besuch abstatten. Ach, wunderbar. Ich habe keine Wahl. Ich muss hierbleiben. Nun, wo sollen wir beginnen? Vielleicht am Anfang. Ich weiß es. Wenn du den Pfad nach Osten betrittst und dich bis jenseits des hohen Grases vorwagst, wirst du den Waldsaum entdecken. Dort befindet sich der Hüter des Winters. Aha. Er besitzt etwas, das ich brauche. Und nur du kannst es für mich besorgen. Du wirst verstehen, um was es sich handelt, sobald du es siehst. Ich will dir die Überraschung nicht vorwegnehmen. Na, vielen Dank. Also auf zum Hüter des Winters. Und wir können auch kläffen. Jupp. Ah, sehr schön. Ah, ist hier vielleicht ein Geheimversteck? Nee. Und hier können wir auch nicht mehr auf dem Wege zurück. Ja, gefällt mir schon mal sehr gut, das Spiel. Diese... Kann man das öffnen? Diese Grafiken im handgezeichneten Stil mag ich ja eh sehr gerne. Ich bin gespannt, ob es an Ori and the Blind Forest herankommen wird, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Naja. Na komm. So. Aber Ori fand ich auch von der Schwierigkeit sehr, sehr krass. Eine Bucht. Geh schon, kleine Knospe. Lauf und spring. Erfreue dich deines neuen Körpers. Juhu, hurra! Du kannst dich nicht verlaufen. Ich werde stets ein Auge auf dich haben. Können wir da rein? Mal mit Anlauf probieren? Nee, können wir nicht. Okay. Ach, wie schön. Oh, das ist schön, in dem Gras zu laufen. Hurra! Hui. Halt! Nein, ich will mal darüber. So.
Okay, da können wir den Weg. Okay, dann nehme ich doch den Weg. Okay. Können wir da hoch? Nee, noch nicht. Hui! Ah, den Song, den kenne ich aus dem Intro. Ah, wunderbar. Wald der Vorfahren. Hey, wer seid ihr denn? Siehst du die Totems auf dem Weg? Es war der Hüter des Winters, der sie erschaffen hat. Etwas seltsam. Aber gut, mit so großen Tatzen ist das auch sicher nicht so einfach. Sprich ihn bitte nicht darauf an, wenn du ihn siehst. Das könnte ihn kränken. Okay. Nee, da gibt's nichts. Aha. Der Hüter des Winters. Putzig, diese Eulen. Der Hüter schläft gerne zwischen seinen Totems. Folge ihnen, dann findest du sicher seinen Unterschlupf. Ich finde, es ist auch gerade von der Jahreszeit sehr passend, das Spiel. Also bei mir ist es auf jeden Fall gerade etwas stürmischer. Und der Herbst setzt ein. Ah, den Weg also. Nanü? Ich folge einfach erstmal, soweit es geht, dem Weg hier. Für den Rückweg vielleicht. Hier können wir auf jeden Fall nach oben, aber dort geht's dann nicht mehr weiter. Vorerst noch nicht. Gibt es irgend sowas wie eine Map oder sowas? Weil dort können wir offenbar noch nicht weitergehen. Eine merkwürdige Pflanze. Ah. Dieser Weg also. Okay. Die Totems sind da. Ich warte mal auf die kleine Qualle. Ich habe das Gefühl, jetzt werden wir den Hüter des Winters treffen. Oh, wie putzig, ein Bär. Hey, du! Hallo! Hm.
Hallo? Alles klar bei dir? Ich hoffe doch. Ich glaube, das soll ich nehmen. Halt, warte auf uns. Boah, ist das schnell. Ich fühle, dass du auf dem Rückweg bist, kleine Knospe. Mit dem Fragment des Winters. Ah, okay, es leitet uns. Ich glaube, dass es mit dir kommunizieren will. Wenn du kläffst, reagiert es vielleicht. Du kannst auch zweimal kläffen, wenn es ein wenig schwerhörig ist. Ja, hier kommen wir doch noch gar nicht hoch, oder? Mit Anlauf, meinst du? Okay, ich probier's mal. Geht nicht. Oder können wir hier? Nee, wir können nur auf den oberen Bereich. Auf den oberen Bereich. Ja, hilf uns doch mal. Ah, jetzt. Okay. Oh. Vorsicht! Ach, wie toll. Na toll. Ah. An die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. So. Und es ward Winter. Ach, wie schön. Ein Fuchs im Winter ist das nicht passend. Natürlich. Ach nein, die will jetzt nicht mehr. Ja, natürlich muss ich da hoch. Hey, komm mal her. Ach. Und wir haben die Jahreszeit. Wie habe ich das gemacht? Warte mal, muss ich da... Ah. Ich habe irgendwie jetzt wieder die Jahreszeit verändert und das ist auch sehr gut gewesen. Okay. Du hast mich wirklich beeindruckt. Du warst schneller, als ich dachte. Und das trotz des Fuchses. Was wieder einmal zeigt, dass man nicht nach dem Aussehen gehen sollte. Das Fragment steuert das Heiligtum an. Verliere es bloß nicht aus den Augen. Alles klar. Ah, und da müssen wir jetzt wieder auf diesen Auslöser hier klicken wahrscheinlich. Sodele. Ups, Vorsicht! Ach, ich mag Füchse. Hui. Und wir sind wieder in der Bucht. Die Frage ist, kommen wir auf den Weg hier zurück? Was? Ach so, geht auch so. Oh, was ist das? Ich nehme an, dass der Hüter des Winters dir nichts gesagt hat. Nicht viel. Oh,
Das muss man ihm nachsehen. Er ist immer so müde. Und ein wenig miesepetrig. Aber das bleibt unter uns. Wegen seines üblen Charakters vermeiden es die Tiere sogar, in diesen Wald zu kommen. Ach, ein bisschen miesepetrig kann man ruhig sein. Ich will dich ja nicht drängen, kleine Knospe, aber du musst das Fragment des Winters dringend in das Heiligtum zurückbringen. Ja. Etwas Gelassenheit würde dir gut tun, oder nicht? Weißt du, die Hüter können sehr weise erscheinen. Aber vor allem sind sie unglaublich alt. So alt, dass sie manchmal ziemlichen Unsinn reden. Ich meine, es ist ein Segen, dass sie hier sind und die Fragmente schützen. Nur sie müssen auch lernen, sich von ihnen zu trennen. Das können wir hier im Moment, glaube ich, nicht aktivieren. Na gut. Ah, doch. Das können wir hier aktivieren. Hui. Und dafür müssen wir die Jahreszeit wieder ändern. Hui. Okay. Warum nicht? Okay, auf zurück ins Heiligtum. Da können wir wohl nicht mehr zurück. Sieh mal, kleine Knospe. Das Fragment ist bereits an seinem Platz. Es erwartet dich. Geh in die Mitte. Los, hab keine Angst. Ein Fuchs, der Angst hat, niemals. Gut, ich muss dich jetzt vom Fuchs trennen. Oh. Das Fragment kann bei der Verschmelzung recht heftig reagieren. Ich werde gut aufpassen, aber es ist dennoch ein gefährlicher Vorgang. Es wäre klüger, wenn sich der Fuchs abseits hält. Es ist schon lange her, dass wir hier Schnee zu sehen bekommen haben. Jetzt ist es wirklich Winter. Na sowas. Da haben wir ja jemanden, der Zeremonien nicht mag. Du solltest wieder Besitz vom Fuchs ergreifen, bevor er davonläuft. Na, wo ist er denn? Ist er wieder an altbekannter Stelle? Nö. Also wieder den Weg zurück. Hör mir gut zu, kleine Knospe. Es gibt 4 Jahreszeiten und 4 Hüter. Wenn du dich mit den anderen Jahreszeiten verschmilzt, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Aber dafür brauchen wir die Fragmente. Verstanden. Der zweite Hüter bewohnt einen Sumpf, etwas weiter weg im Westen. Aber ich sollte dich warnen. Diesem hier kann man sich nicht so leicht nähern. Okay. Also sieh zu, dass du unauffällig bleibst. Mhm.
Also zum Hüter des Sumpfes. Vielleicht, ich weiß es nicht, Sommer? Welche Jahreszeit das wohl sein mag. Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, sag bis dahin. Macht's gut. Ciao.